Hallo meine Lieben, lange ist es her, dass ich euch auf eine Spaziergangrunde mit dem lieben Mogli mitgenommen habe. Und ja, heute ist es wieder soweit. Premiere nach so langer Zeit nehme ich euch mal wieder mit in unserem Wäldchen auf unsere nachmittagliche Spaziergangrunde. Da ist er, der kleine Fratz. Ihm geht es wunderprächtig, genauso wie eigentlich mir auch. Ich kann nicht klagen, bis auf, ihr wisst halt, Corona. Ne? Es nervt langsam, es nervt alle, es nervt auch mich. Man kann es nicht mehr hören, man kann es nicht mehr sehen, man kann es nicht mehr riechen. Ach egal, alles kann man, es ist einfach nur noch nervig. Ne? Aber wir möchten darüber nicht reden, weil wir genießen einfach diesen wunderschönen Spaziergang jetzt in unserem wunderschönen Wäldchen bei richtig tollem, schönen, sonnigen, ach einfach traumhaftem Wetter. Ich fahre euch mal ein bisschen höher, so. Einfach richtig, richtig schön. Hätte ich nicht gedacht, nachdem ich heute Morgen, wo ich um 7 circa mit dem Hund gegangen bin, Freunde, es war eine Nebelsuppe, ja, bei uns. Das hat man, du hast, also nicht mehr weit gesehen, ne? Es war richtig eklig suppig. Und jetzt Nebel weg und strahlend schöner Sonnenschein. Blauer Himmel, nicht ganz, es sind schon ein paar Wolken zu sehen, ne? Die man hier erkennen kann, so. Aber es ist schön angenehm warm. Ich schätze mal, wir haben so um die 18 Grad, würde ich jetzt sagen. Ich kann jetzt gerade nicht gucken, weil sonst würde das Video abbrechen. Und das wäre natürlich schlecht, ne? Das wäre natürlich nicht so super. Ja, und so langsam fängt alles auch an zu blühen. Wobei sehr, sehr viele Bäume auch noch gar nicht wirklich Knospen tragen, da der hat Knospen. Ne, und da hinten sind auch, man sieht auch, viele Bäume sind einfach kaputt, ja, zerstört. Ganz, ganz viele. Wir haben auch mal einen Förster gefragt, weil die bei uns oben in dem anderen Wäldchen, wo wir schon mal spazieren gegangen sind, da haben sie sehr, sehr viele Bäume gefällt, sehr, sehr viele Bäume ja, sind wohl kaputt. Ja, also gerade, was hat er gesagt, Buche oder Eiche? Ach, ich weiß nicht, irgendeine Baumart, die dieses Jahr sehr, sehr stark kaputt gegangen ist. Und natürlich mussten sie die dann fällen und pflanzen da dafür halt neue. Wobei, bis die natürlich so groß werden, wie jetzt die ganzen Bäume hier, ne? Das dauert ewig. Das dauert richtig lange. Oh, guck mal, wie schön der Baum da hinten blüht, ne? Ich weiß gar nicht, ist das eine Kirsche? Ist das Kirschbaum? Ich glaube, das ist Kirsche. Ich möchte jetzt aber nichts Falsches sagen. Wir haben ja auch einen Kirschbaum bei uns im Garten. Bloß leider unser Kirschbaum, der blüht nicht mehr wirklich. Also er blüht schon noch, aber halt nicht mehr so in voller Pracht. So, Moment, Mogli macht gerade sein Geschäft. Das heißt, ich werde dich mal ganz kurz abstellen. Moment. Mal gucken, dass er nicht umfällt hier. So, müsste es eigentlich kurz gehen. Dann kann ich nämlich schnell die Kaka wegmachen. Heute mal so eine richtig geile, stylische, blaue Tüte. Aber der einzige Nachteil an den Tüten ist, man zieht immer die Kacke, weil die halt so hell sind, ne? So durchsichtig. Aber ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Macht ja jeder Hundebesitzer, oder die meisten, nicht alle, aber die meisten, man kennt es ja, ne? Und Hauptsache, die Kacke ist einfach weg und liegt nicht irgendwo auf der Straße oder irgendwo rum. Mhm. So, nehme ich euch wieder hoch. Perfekt. So, wunderbar. Und ich glaube, ich muss euch wirklich wieder öfter mitnehmen. Ne? Ich habe jetzt ewig lang euch nicht mitgenommen. Ich habe das schon so ein bisschen vermisst, ne? So beim Spazierengehen mit sich selber zu sprechen,
Habe ich schon ein bisschen vermisst. Und da habe ich es immer so ein bisschen genossen. War einfach ruhig. Und jetzt kann ich wieder schöne Selbstgespräche führen, während ich euch dabei habe. Gefühlsmäßig so. Ne? Ihr seid ja immer dann dabei bei den Aufnahmen, bei den Videos, die ich so mache. Immer seid ihr dabei. Wenn man auch nicht richtig interagieren kann. Aber ich habe ja schon oft gesagt, dass einfach da dazu das Datenvolumen meines Handys einfach nicht ausreicht. Das wäre, wenn ich jetzt live wäre, so schnell verbraucht. Das ist halt gar nicht möglich. Und momentan, Freunde, es ist richtig, richtig extrem, was momentan das alles kostet. Internet, ja. Ich habe schon mal überlegt, ob ich das Datenvolumen erhöhe, ja, oder halt. Es gibt auch vertragstechnisch wohl was, wo ich unbegrenztes Datenvolumen habe, aber das kostet so viel. Das ist aber erstmal nicht. Was den neuen PC angeht, ich bin dran. Ich habe auch schon einiges zusammen. Bloß momentan ist das Problem, dass die Grafikkarten und die Mainboards so teuer sind, ja, dass du dir das einfach schlichtweg nicht leisten kannst. Ich würde alleine für eine Grafikkarte, die wirklich gut ist, ja, fast 1000 Euro ausgeben. Ne? Das würde komplett das Budget sprengen. Und dann noch ein Mainboard dazu, das passt. Ja? Da wären wir dann schon bei über 1200, 1500. Und dann kommt dann noch das Gehäuse, noch die anderen Sachen dazu. Ne? Das ist, da wären wir dann bei fast 3000 Euro. Und so viel, muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich dann doch nicht für meinen PC ausgeben müssen. Ja? Es gibt auch weitaus günstigere PCs, aber ich denke mal, dass ich da noch ein paar Tage warten muss, bis ich mir das dann endlich leisten kann. Und dann, sobald das da ist, Freunde, ist es dann auch endlich wieder soweit. Dann gibt es wieder Livestreams auf meinem Twitch-Kanal. Ja. Und ja, so lange müssen wir uns halt noch rumschlagen mit hier YouTube-Videos, Spaziergang mit Mowgli und diese wunderschöne Natur genießen. Einfach ein Traum, Freunde. Es ist ein Träumchen. Ich muss kurz Foto machen. Ihr wisst, Instagram. So, es ist einfach ein Träumchen. Und natürlich auch, ne, aktuelles Video Konen. Ja. Atlas haben wir ja den Nagel gehängt. Ark hatte ich einfach gar keinen Bock. Und Konen läuft jetzt aktuell seit Sonntag auf meinem YouTube-Kanal, na, wo ihr auch dieses Video hier finden werdet. Klar, logisch. Hier, guck mal. Ja, diese. Wie die hier schwebt, ne? Cool. Cool. Und das macht mir momentan sehr, sehr viel Spaß. Und was ich momentan auch gerade suchte, seit gestern erst, aber ich suchte es gerade, ist Dorfromantik. Ja. Ein Spiel, ähnlich wie die Siedler von Catan, wer das kennt, so dieses Brettspiel. Man hat auch mehrere Karten. Ich glaube, 50 Stück sind an der Zahl. Und muss sie dann anlegen und muss halt verschiedene Aufgaben lösen, damit man ja, neue Karten dazu bekommt. Ansonsten sind die Karten nämlich irgendwann leer. Und ja, dann ist das Spiel einfach beendet. Aber ja, das zu der Sache. Es ist einfach ein Suchtpotenzialspiel. Sagen wir es mal so. Und jetzt erstmal auf der Bänkchen sitzen natürlich, ne, und das Wunderschöne hier, den wunderschönen Ausblick einfach mal wieder genießen. Das ist schon so lange her, dass wir einfach das gemacht haben. So, ich würde mal sagen, wir bleiben jetzt einfach mal entspannt hier sitzen, so für ein paar Minuten und genießen einfach diese Schönheit der Natur, dieses wunderbare, richtig tolle Wetter. Wir lauschen der Natur, wir lauschen den Vögeln, dem Wind.
still und ja, genießt einfach. Genießt einfach diesen kleinen, kurzen Augenblick, in dem ich hier sitze und kurz ausruhe. Ja, der Augenblick war sehr kurz, weil Mowgli gerade schon wieder hochsteigt, so nach dem Motto so, Frauchen, du kannst ja gerne sitzen, ne? Aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir spazieren. Jetzt will ich laufen. Jetzt will ich mich bewegen. Versteh ich. Alles gut, machen wir. Ja, da ein Stöckchen gerade sich schnabuliert. Ja, weißt du, jetzt wo ich aufstehen will, ne? Jetzt legt er sich hin und kaut am Stöckchen rum. Auch wieder typisch Mowgli. Ne? Er hat auch sehr, 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 sehr vieles Neues gelernt, Leute. Er ist richtig, richtig gut geworden in dem, was er macht. Ich könnte ihn hier auch bestimmt frei laufen lassen. Bloß mir ist es halt auch noch zu unsicher, weil ich halt nicht weiß, wie er auf Wildtiere reagiert, wenn die jetzt kommen oder wenn er irgendeine Spur hat. Ich vermute aber, dann wird er weg sein, ja, was ja viele Hunde sind. Weil dann glaube ich nicht, dass er noch auf mich hört. Ich weiß es nicht. Man müsste es probieren, aber das möchte ich einfach. Nee, das möchte ich erstmal noch nicht riskieren. Na, soll mal weiter? Mal weitergehen? Ja? Okay, wir gehen weiter. Man hört ja auch die ganze Zeit diese. Bin ich gerade schon getreten? Diese Raubvögel da, diese, wie heißen sie? Habichtbussarde. Aber ich weiß nicht, was das für Tiere sind. Und das finde ich auch immer schön. Ne? Dieser Hochsitz, der hier halt wirklich so in dem Baum drin ist. Ne? Also richtig daneben dran. Und wenn das dann nachher alles so ein bisschen blüht, dann sieht das bestimmt richtig cool aus. Wir werden wieder die Veränderungen in unserem Wäldchen hier auf jeden Fall weiter beobachten. Ich werde euch jetzt versprochen, ja, auch wieder des Öfteren mitnehmen. Da hinten fliegen sie, guck mal. Da hinten fliegen sie. Jetzt hat man sie gerade wieder rufen hören. Richtig schön. Ah, ich liebe das, in der Natur spazieren zu gehen. Und vor allem, es ist so was Wunderschönes. Ja. Und wir sollten wirklich darauf viel, viel mehr achten. Viel, viel mehr. Und nicht wahllos unsere Sachen einfach in die Natur schmeißen. Viel, viel mehr darauf achten. Und es viel, viel mehr genießen. Und es tut so unheimlich gut. Und ohne das hier, ich sag's euch nochmal, ich sag's euch, glaube ich, jedes Mal, wenn ich euch mitnehme auf die Spaziergangrunden, dann sage ich euch mal, ohne das alles hier, das alles, komplett, ohne das, könnten wir Menschen nicht überleben, Freunde. Wir könnten nicht leben. Ja? Wir brauchen die Natur. Wir brauchen die Bäume. Und ich finde halt auch, man kann einfach auch schön abschalten in der Natur. Man kann einfach diesen ganzen Alltagsstress vergessen. Einfach nur den Vögeln lauschen. Dem Wind. Und einfach nur genießen, wirklich genießen diesen Augenblick. Und wenn es halt nur mal 5 Minuten sind. Ja? Aber es ist einfach schön. Und vor allem auch zu sehen, wie dann langsam alles anfängt zu wachsen. Wie alles so nach und nach anfängt zu blühen. Schaut euch das mal bitte an. Wie schön ist das denn? So ein richtig schöner Baum, ja, der seine weißen Blüten trägt. Ist das nicht sogar dieser Kirschbaum da? Dieser Wildkirschen. Na, und erinnert ihr euch noch hier an diese Stelle? Erinnert ihr euch noch dran, was hier war an dieser Stelle? Wenn ja, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare.
dann weiß ich auch, dass ihr meine Videos schaut. Ich weiß von einigen, sie schauen die Videos sehr gerne. Ja. Und für die, die sie nicht schauen, weiterklicken. Einfach weiterklicken. Ne? Da wieder so ein kleines schräges Vogelhäuschen. Und hier die ganzen Bäume, ne, mit dem ganzen Efeu. Das sieht schon nice aus. Und hier, das ist immer noch vom Sturm Sabine. Dieser Baum wurde liegen gelassen. Es wird auch oft so sein, also der eine Förster hat uns gesagt, dass sie auch viele Bäume einfach liegen lassen. Das sieht man besonders gut, wenn wir den Wald oben langlaufen, also nicht hier unten, sondern oben den Weg geradeaus durch, diese größere, längere Runde. Ich denke mal, das werde ich die nächsten Tage auch machen, euch dahin mitnehmen. Oder auch hier, ne? Lassen die einfach extra liegen, weil da halt auch ganz, ganz viele Tiere dann ihren Lebensraum finden. Und ja, weil sie einfach auch so viel natürlich belassen möchten, wie sie wollen. Und das sind halt aber einfach so Dinge hier, Freunde, das verstehe ich halt nicht. Hier einfach so eine Tüte, ja, oder keine Ahnung, was das ist, mittendrin. Ja, hier ist auch ein Vogelhäuschen. Das ist, glaube ich, runtergefallen. Ne? Aber das ist halt eklig. Ne? Ich denke mir halt immer, Leute, man nimmt seinen Müll oder man nimmt sein Zeug doch mit in den Wald oder beim Spazierengehen. Mal was zu essen, was zu knabbern, je nachdem, wie lange man geht. Ja? Ich kann doch mein Zeug dann auch wieder mit nach Hause nehmen. Ja, im Wald gibt es halt nicht so viele Mülleimer wie jetzt, wenn man jetzt so gewisse Wege lang läuft, weil die es, glaube ich, nicht möchten. Weil dann würde noch viel, viel mehr Müll rumliegen, weil viele auch gerne dann ihren Müll in den Mülltonnen entsorgen. Ne? Man sieht es ja bei uns am Bächlein, da wo die Mülltonne immer steht, eigentlich die Hundetonne für die Hundeeimer, die haben sie jetzt weggemacht, weil da wurde randaliert. Und die haben die komplette Mülltonne kaputt gemacht. Ich hoffe, sie machen wieder eine hin. Ich weiß es aber nicht. Weil es sind auch so Dinger, ne? Dann stellen sie es hin. Und es kommen irgendwelche Vollidioten. Entschuldigung für meinen Ausdruck, weiß, aber das sind für mich einfach Vollidioten. Und machen das halt kaputt. Ja. Und deshalb muss man dann diese Tüten hier mit sich rumschleppen. Weil halt keine Eimer da sind. Was ich auf der einen Seite verstehe. Aber auf der anderen Seite als Hundebesitzer schon ein bisschen nervig. Ne? Weil ich schmeiße meine Hundetüte nicht einfach hier in die Gegend. Ja? Oder meinen Müll. Ich nehme meinen Müll immer mit. Und das solltet ihr auch tun. Denn wir wollen das hier ja alles erhalten. Ne? Diese Schönheit hier. Kommt gleich auch wieder auf der linken Seite hier. Kommt gleich wieder der Hochsitz. Wenn ich daran noch erinnert, aber ich denke schon. Mal kurz meine Arme ein bisschen hochkrampeln, weil es ist doch ziemlich warm. Geht zwar ein kleines Windchen, aber hier im Wald ist man dann doch ein bisschen windgeschützt. Und ich kann euch auch gleich mal ein Nest zeigen. Wer mir auf Instagram folgt, der hat das bestimmt schon gesehen. Wer nicht, folgt mir gerne. Den Namen findet ihr immer unter meinen Videos. Hier ist der Hochsitz. Also in den Spaziergang-Videos nicht, weil die lade ich ja meistens übers Handy direkt hoch. Und da habe ich es, glaube ich, fast nie drunter geschrieben. Aber unter meinen ganzen Let's Plays findet ihr den Namen für, wie gesagt, Instagram, für Twitter, den Link
und natürlich ganz neu für TikTok. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir alle dort folgt. Das wäre richtig schön. Jetzt schaut mal hier. Seht ihr das? Ein richtiges Nest. Und ich dachte erst, das wäre runtergefallen. Aber das ist hier reingebaut. Das ist da richtig reingebaut in diesen Baum. Finde ich richtig, richtig schön. Und gerade jetzt, zu der Zeit, findet man halt auch sehr, sehr viele Nester. Man sieht auch teilweise sehr, sehr viele in den Bäumen. Wobei ich so viele noch nicht entdeckt habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Vielleicht schaue ich einfach zu wenig. Oder sie haben halt hier jetzt nicht gebaut. Das ist schon relativ nah am Weg. Ne? Ja, doch sehr, sehr viele Leute laufen. Aber anscheinend ist da was auf jeden Fall geschlüpft. Na, ich vermute es mal so. Oh, Mowgli hat mich wieder eingedreht. Ich muss mal kurz unsere Drehrunde machen. Kennt ihr schon. Und da hört man sie zwitschern, die Vögel. Einfach schön. Ich liebe es. Ich liebe es, Freunde. Und ich glaube, das merkt man auch, dass ich es einfach liebe. Dass es einfach meins ist. Einfach ein richtiges Träumchen. Und wäre ja schade, wenn es das irgendwann nicht mehr gibt, weil wir Menschen es komplett zerstört haben. Deshalb immer schön auf die Natur achten. Immer schön. Entschuldigung, da wollte ich gerade ein Foto machen, Moklet gezogen. Das kurz geruckelt. Immer schön auf die Natur achten. Ja. Und fangt dabei euch selber an. Maßregelt nicht andere, sondern immer bei sich selbst anfangen, wie bei allem. Gerade war das gerade Wind. Hier auch nochmal so ein schöner Blick nach unten. Aber wisst ihr, mein Lieblingsweg ist das hier. Den gehe ich so gerne, weil er halt so natürlich ist. Richtig schön. Und auch hier ist, glaube ich, irgendwo noch ein Nest gewesen. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Vielleicht entdecken wir es. Ah ja, ich glaube da oben. Da singt uns das Vögelchen was. Was immer auch ganz wichtig ist. Da ist er, der Vogel. Da. Sitzt da auf dem Ästchen. Natürlich den Hund immer zu Hause danach Zecken durchsuchen. Weil, ja, Zecken. Oh, guck mal hier, Schmetterling. Zwei Schmetterlinge. Schau mal. Schön. Vor allem, der hat so weiß-orange Flügel, ne? So, hier oben. Oh, ich sehe nichts, die Sonne blendet mich gerade. Ich hoffe, man sieht das. Da oben ist ein Nest. In diesem Baum drin. Ich drehe mich gleich mal rum, weil ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Weil mich gerade die Sonne übelst blendet. Da. Hier ist da oben. Da ist auch ein Nest. Erkennt man gut am Moos. Und so, ne, die Vögel nehmen ja alles, was sie finden. Zweige, Federn, Moos, Gras, Stroh. Einfach alles. Das wird der Schmetterling. Wartet mal. Wir warten, bis er sich hinsetzt. Ich werde ihn mal genau angucken. Aber er scheint sich nicht wirklich hinsetzen zu wollen. Fliegt eine kleine Runde. Nee. Schade. Hätte ihn mir jetzt gerne genauer angeguckt. Weil der hat so richtig schöne Flügel gehabt. Und hier hat auch jemand, na, eklig, sein Hund hingekackt und man nimmt die Kacke nicht mit. Man lässt sie halt einfach liegen. Einfach nur widerlich. Richtig, richtig widerlich. Sowas mag ich überhaupt nicht. Ach, nein, nicht dran denken. Genieße die letzten Meter.
schön die letzten Meter hier genießen. Nochmal schnell ein schönes Foto machen. So. Einfach schön, Freunde. Ich dachte halt immer so, dass hier noch irgendwelche Vogelnester sind, aber wie gesagt, ich habe keine weiteren entdeckt. Hier auch noch von Sturm Sabine. Na, wer erinnert sich noch an den Baum, der hier komplett umgestürzt war und hier komplett schräg drinnen lag? War auch ein kleines Abenteuer, da lang zu laufen dann. Na. So. Vermuten wir auch, dass einige hier drin auch genistet haben in diesen Dingern hier. Ne? Oder da oben, wo halt so Efeu sind, halt immer schön versteckt, ne? Jetzt nicht so offen. Ja, Freunde, da vorne sind schon wieder die Autos. Da vorne ist der Parkplatz. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich euch mal wieder auf eine schöne Spaziergangrunde mit dem lieben Mogli mitgenommen habe. Und ja, ich werde es wahrscheinlich wieder öfters tun jetzt. Und ich hoffe, ihr seid fleißig dabei. Schaut fleißig die Videos. Und ja, lasst mir auch ruhig ein Kommentar da. Ein Like. Folgt mir gerne auf Twitter, Instagram und TikTok. Ich freue mich über jeden neuen Follower. Und natürlich auch auf YouTube ein Abo dalassen. Und ich würde einfach mal sagen, wir hören uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.